So, und den Kühler raus. So, gut, hier haben wir auch einen Teil nicht gefunden. Okay. Hier fehlen mir noch zwei Teile, aber ich muss ja den kompletten Motor zerlegen. Na, da werden wir noch ein bisschen Zeit haben. So, jetzt erstmal hier ein bisschen die Ansaugbrücken runter, die Drosselklappen raus. Schöner V6 hier eigentlich. Gefällt mir. Schrauben das gute Stück. Na, wo hat sie noch eine Schraube versteckt? Hier. Das Kraftstoffsystem war ja in Ordnung. Kann ich nicht wegmachen. Aber den Riemen. Den Riemen muss ich runternehmen. Die Servopumpe. Das ist auf jeden Fall das nächste Teil. Wo fehlt auf der Liste? Hier Servopumpe. Sehr schön. Dann haben wir hier die Lichtmaschine. Moin Austria Gaming. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir die fehlenden Teile noch finden können. So, die Wasserpumpe. Okay, hier sind die Dinge versteckt, die Schrauben. Irgendwo noch eine? Hier. Sehr schön. Hier ist eine, ja, und hier noch eine. Jawohl. Okay, was ist hier im Weg? Hä? Ist das vielleicht noch im Weg? Wir werden sehen. Ja, bei mir ist auch alles gut. Ja, so ein bisschen kenne ich mich mit Autos aus. Ich habe mal Kfz-Mechatroniker gelernt. Genau, und deswegen kenne ich mich da eigentlich relativ gut aus. Aber nichtsdestotrotz hilft das Spiel einem trotzdem nochmal, auch wenn es schon Jahre her ist, wieder zu erinnern, ach ja, stimmt, so war das. Genau. Aber erstmal hier die Ventildeckel. Abdeckung oder ja, Ventildeckelabdeckung heißt sie, glaube ich. Richtig. Muss man demontieren? Die kann ich jetzt nicht demontieren. Also irgendwo habe ich hier noch was dran, wo im Weg ist. Ich weiß gerade nicht was. Als Kfz-Mechatroniker Meister verdienst über 4000 im Monat. Puh, das ist schwierig zu sagen, ja oder nein. Warum kann ich das jetzt nicht abnehmen? Das müssen wir jetzt mal einer erklären. Gut,
Bauen wir erstmal das weg, was ich weiß, wie es wegmachen muss. Also hier habe ich doch noch einen Teil. Okay, wieso kann ich das nicht wegbauen? Ist hier innen noch mal ein Teil? Nee. Sref, das sehe ich ungern, wenn du so Kommentare schreibst. Ich muss ja erstmal gucken, welches Teil hier noch im Weg ist. Das gibt's ja gar nicht. Wieso kann ich das jetzt nicht zerlegen? Na gut, machen wir erstmal unten weiter. Ich habe das auf normalem Auto den Mechatroniker gemacht. Hab bei VW Audi gelernt. Genau. Das ist so. Okay. Liegt wahrscheinlich jetzt noch an dem Ölfilter. Das könnte vielleicht sein. Jetzt kann ich auch die Ölwanne wegschrauben. Haben wir noch die Schrauben versteckt? Hier ist noch eine versteckt. Und da hinten. Jawohl. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob da jetzt die Ölwanne... Ah, das könnte natürlich sein. Austral Gaming, ja, das hat Spaß gemacht. Aber ich bin auch froh, wie ich mich jetzt entwickelt habe. Dass ich jetzt in der Produktion bzw. Forschung und Entwicklung bin von Elektromotoren. SRF, kein Problem. Du wusstest nicht. Jetzt weiß es und bitte. Auch wenn es nur Spaß als Spaß gemeint ist, aber es kann sein, dass welche Leute das halt falsch auffassen. Und ja, einfach um dem zu entgehen, bitte einfach nicht mehr machen. So, habe ich jetzt hier irgendwo noch eine Schraube vergessen? Bin ich blind? Ja, also Kfz-Mechatroniker macht schon sehr viel Spaß. Gerade jetzt mit dieser ganzen Elektromobilität. Da hatte ich ja auch, oder habe ich auch den Lehrgang. Da ist die Schraube, ich habe sie gefunden. Den Lehrgang dafür gehabt, also ich habe sie... Wie soll ich das jetzt sagen? Den Lehrgang zum Hochvoltspezialisten habe ich auch gemacht. Also ich durfte dann komplett an den E-Fahrzeugen rumschrauben. Das war schon auch cool. Oh, Moment. Mal gucken, was ist jetzt hier wieder im Weg? Wasserpumpe? Nein. Die Spanner habe ich weg. Den hatte ich eben noch nie, den Motor. Das ist jetzt gerade so... Natürlich kommt es wieder live im Stream, ne? Ist sowas von klar. Ah, ich musste genauer auf die Dinge. Ja, ist jetzt ja auch egal, was er geschrieben hatte. Ich fand es nicht gut.
auf jeden Fall die Zündkerze, wo schlecht ist. Hier auch nochmal alles zerlegen. Die ist wieder verrostet, die Schraube. Nee, das Video habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mir dann mal angucken bei Gelegenheit. Esref, ja, jetzt ist besser. So. Muss ich den vielleicht andersrum zerlegen? Ja. Nein. Aha, okay. Verstehe, wie das jetzt hier gemeint ist zum Zerlegen. Okay. Also wahrscheinlich den auch noch irgendwann wegbauen, ne? Okay. Also war es natürlich klar, dass ich jetzt hier im Stream einen Motor bekomme. Okay, ja, ich denke mal, ich werde das dann auch finden. Das Video. Einfach Tesla Verbrenner oder irgendwie sowas. Hier haben wir eine Schraube, hier haben wir eine Schraube, hier und hier und hier. So, wo haben wir noch eine Schraube? Irgendwo ist noch eine Schraube versteckt. Hier. Eieiei. Das ist schon Wahnsinn, wie ich hier das Ding zerlegen muss. Gute Nacht, Esref. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Es wird höchste Zeit, dass ich hier mal ja, ich habe Minecraft gespielt gehabt. Austria Gaming. Auf der PS4 damals. Der Kolben ist durch, okay. Ja, auf der PS4 damals. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch auf dem PC Minecraft. Und da habe ich beide Versionen, Java und Bedrock. Also ich kann da beide spielen. Geht ja mittlerweile auch über einen Launcher, was ich gar nicht so verkehrt finde. Okay. Tschüss. Esref. Sorry, wenn ich als deinen Namen falsch ausgesprochen habe. So. Ich habe hier viele Teile. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, nehmen wir hier die Kardanwelle runter. Haben wir noch eine Schraube. Sehr schön. Okay, da haben wir noch einen Kolben, wo schlecht ist, und zwar der hier. Dann schauen wir mal, ob man da... Genau, den raus, den Kolben, den muss ich dann von oben rausnehmen. Sind halt viele Sachen von Java mit Bedrock drin.
Okay. Ja, ich habe das so eigentlich gar nicht mehr verfolgt, Minecraft.